Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4, The Last Revelation, meine Güte. So, wir sind jetzt hier in diesem Gebiet. Ich habe schon gelesen, es gibt hier welche Selbstschussanlagen, die mir nicht so gefallen, die ich auch vorher anscheinend nicht bemerkt habe. Ich weiß auch gar nicht, wo wir jetzt, was wir jetzt tun sollen, weil ich war hier schon überall gefühlt. Irgendwas hat mir aber gefehlt, aber ich weiß noch nicht was. Kann ich jetzt irgendwas zerstören? Weil es meinte ja, hey, du brauchst Nitro, aber ich habe doch Nitro jetzt. Kann ich das hier an meinem Motorrad einfach benutzen? Muss ich mein Motorrad erst mal in irgendeine Werkstatt fahren? Ich weiß nicht, wie dieser Spiel sich das hier denkt. Ich lande mal. War da nicht irgendein Abgrund oder so? No, okay. Kann ich es vielleicht hier einfach reinwürfeln? Also, es macht keinen Sinn, aber... No, okay. Schade. Dann muss ich noch ein bisschen gucken, wo das denn sein könnte. Hier ging es aber nach rechts, ne? Ich weiß ja echt nicht, was hier mein Ziel ist. Ich soll irgendwelche Codes für den Burschen, das weiß ich jetzt. Das Licht war vorher nicht an, oder? Was ist denn hier zu tun? Ich habe gar keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Also es ist null. Es kann natürlich sein, dass das Nitro, was wir jetzt haben, noch nicht relevant ist, sondern erst später, wenn wir dann wirklich was... Also wenn wir es einfach nicht brauchen. Okay, hier war auch kein Abgrund. Der Abgrund war nur in dem letzten Gebiet. Hätte ich auch wissen können. Also wir müssen auf jeden Fall nochmal in die Toulun-Moschee, warum auch immer der Geist sie so nennt. Vielleicht heißt sie auf Deutsch so. Vielleicht wurde sie aber in der englischen Version zensiert, sage ich mal. Weil die nicht das Wort Moschee benutzen wollten. Wegen Terrorismus und sowas. In Amerika sind die ja noch ein bisschen mehr fremdenfeindlich. Gegenüber ja, Leuten aus dem Nahen Osten. Okay, hier bin ich ja schon mal wo rausgekommen, ne? War ich hier eigentlich schon mal? Ja, oder? Okay, anscheinend war ich hier noch nicht. Okay. Interessant, gucken wir uns diesen Weg hier mal an. Könnte ich hier mit dem Motorrad langfahren? Ich weiß es gar nicht. Okay, das sind die Selbstschussanlagen, von denen gesprochen wurde. Wo zur Hölle bist du denn überhaupt? Bist du hier auf dem Dach? Ich hab keine Ahnung. Ah, da, okay. Was mache ich mit dem Ding jetzt? Ich würde mal versuchen, einen Explosivfall raufzuhämmern. Oder haben wir davon? Nee, davon nicht. Was haben wir denn welche? Super Flash, okay. Es gibt anscheinend Flash Grenades. Die ich bestimmt auch benutze, weil das Spiel einfach richtig gut funktioniert, natürlich. Okay, es verbrennt mich. Interessant. Lief jetzt, nicht so, ich habe nicht gespeichert seit Stunden. Okay. So. Ich habe gespeichert. Und ich habe das Motorrad hier geparkt. Und nein, wir können hier nicht langlaufen. Warum ist mir das eigentlich vorhin nicht aufgefallen, dass es hier einen Weg gibt? Ich habe das ganze Level abgelaufen und das hier nicht mitgenommen. Ja, auf jeden Fall, sprechen wir gleich nochmal, bevor wir da sind. Der ist schon mal hin. Dann speichern wir. Kann mich dann einfach hier hoch, ohne dass sie mich ärgern? Ja, anscheinend schon. Was haben wir hier schön? Das ist ein großes Medipack und Uzi-Munition, denke ich mal. So, speichern wir mal. Ist halt die Frage, was wir jetzt tun sollen. Es könnte hier ein Kletter... Ich wollte einfach nur hochspringen, Spiel. Okay, ich bin gerade hier in die Wand gesprungen, geil.
Was zur fucking Hölle? Was soll ich denn tun? Ja komm, töte mich. Was soll ich das hier? Also ich will es. Ich probiere es erstmal aus mit dem Granatwerfer vielleicht. Was anderes hat ja absolut nicht funktioniert. Ich hab gar keine Ahnung. Also ich habe kurz einen Guide gelesen, sagt mir auch irgendwie gar nichts, was ich hier tue. Warum fällt man, also warum fliegt man gegen eine scheiß Wand und... Komm, ich lade das neu, weil der Sprung bringt absolut nichts. Das ist komplett zum Kotzen und nutzlos. Also am besten, man geht hier direkt zum Rand und lässt sich dann runterrutschen, weil ansonsten, du fliegst halt gegen eine unsichtbare Wand, was halt scheiße ist. Okay, jetzt kann man hier wohl kriechen. Na, macht Sinn natürlich, aber gut, das dauert mir einfach zu lange. Natürlich triffst du mich, Arschloch. Okay, was ist das Endgame hierbei? Ich denke mal, das passt soweit. Schießt das mir in die Beine? Nein, gut. Okay. Dann hier wohl hoch, ja. Oder? Geht's hier? Nein. Das hilft mir nicht wirklich weiter. Okay, ich soll auf irgendein rotes Ding schießen. Aber ich sehe doch nicht mal fucking Tank, Junge. Auf welchen Tank soll ich schießen? Achso. Es guckt doch in die falsche Richtung, oder was? Ja, wie soll ich das denn machen? Weil wenn es mich hier immer sieht... Achso, ich soll einfach vielleicht wahrscheinlich dann direkt da einmal hin, ne? Also... Direkt an der Kante lang, meine ich eigentlich. Natürlich. Okay, dann dreh ich halt so um, Lara. Jetzt ein bisschen zur Seite, jetzt wieder geradeaus. Nein, nicht so weit, auch nicht so weit. Ein bisschen noch so. Jetzt verstehe ich, wie das Spiel möchte, dass ich Sachen tue. Ich finde sie immer noch nicht gut, aber ich verstehe es mittlerweile. Die Dinger drehen sie anscheinend nicht mit, also die können dir nicht, ich sag mal, folgen. Okay, und jetzt nehme ich mal den Revolver, weil der hat ja... Nein, hat er nicht. Du hast das Ding drauf. Separate. Und jetzt wollen wir dich hier kombinen mit dem. Ja, mit dem hier wollen wir es kombinen. Wir können das Knight schon mit irgendwas anderem kombinen. Was denn? Vielleicht müssen wir das Knight schon mit irgendeiner Quatsch noch kombinen, dann kriegen wir ein neues. Dann kriegen wir Motorradtreibstoff. Okay, es bemerkt mich nicht mal mehr. Also gar nicht. Gott, ist das beschissen gemacht, ey. Du kannst halt nur so ein Meter zielen oder ein Meter dann nach rechts weitergehen. Das ist auch zum Kotzen. Okay, und jetzt? Jetzt haben wir das zerstört. Kann ich jetzt hier hoch? Wahrscheinlich. Also das ist wirklich nicht gut. Aber gut, wir haben es geschafft. Ich beschwere mich nicht. Ich weiß, dass gleich noch eine zweite kommt. Ich weiß nicht, ob eine dritte kommt. Auf noch eine dritte ich gar keinen Bock. Auf eine zweite eigentlich auch schon nicht. Aber ich weiß immerhin jetzt, wie ich damit umgehen soll. Ich meine, es macht ja auch irgendwo Sinn. Ich habe nur irgendwie erwartet, dass die anderen anders funktionieren. Das ist die Frage, wo das nächste Ding ist. Ist das schon hier? Na gut, ich laufe einfach nach vorne. Genau, mach einfach, Lara. Lauf einfach um die Ecke, um zu wissen, was da ist. Ein bisschen sterben ist auch cool. Okay. Da ist das nächste. Verstehe ich. Ich habe links den Eingang gesehen, aber ich wollte erstmal gucken, ob ich da weitergehen kann. Ich dachte, das Ding hier links ist vielleicht ein Secret. Aber wenn das hier einfach eine zweite Anlage ist, die ich einfach wegmachen kann von... Nee, fühle ich nicht. Gar nicht. Also,
Ich habe den Rauch erstens gar nicht bemerkt, sage ich mal, und dann bin ich einfach stehen geblieben, weil ich dachte, jo, lohnt sich sowieso nicht. Und dann ist doch noch der Typ, der auf mich schießt. Ja, wo ist er denn? Geiles Spiel. Sehr geiles Spiel. Perfekt. Es funktioniert null. Absolut nicht. Es ist ein Spiel. Es ist komplett unspielbar. Ich dachte, ich kann das vielleicht so ein bisschen als Deckung nutzen. Nein. Ich treffe einfach nicht mehr. Dann war ich, bis das hier weg ist. Und... Oh Gott. Schaffe ich das noch zeitlich? Ja. Ah, ja. Ich heile mich einfach kurz gegen. Scheiß drauf. Wenn sie funktioniert, also es ist einfach wirklich schlechtes Spieldesign. Gefällt mir gar nicht sowas. Vor allen Dingen, du kannst nicht. Es gibt keine flüssige Bewegung zwischen ich schieß auf dich und ich muss weiterkrabbeln. Du musst das halt alles komplett planen. Ich dachte, das Ding steht hier schon. Es ist so beschiss mit dem Zielen. Es funktioniert einfach nicht. Wie soll ich denn genauer zielen, wenn ich... Ach. Wie soll ich den jetzt treffen? Ich komme nicht so weit. Oder kann ich irgendwie... ne, mit Schiff geht's auch nicht. Ich kann nicht irgendwie langsam hier hingehen, oder? Wenn ich kann zoomen. Natürlich. Aber selbst das ist nicht so genau. Ja, okay, dann verschießt sie halt meine ganze Revolvermunition, die ich habe. Wie war das jetzt? Ja, ganz schön viel auf jeden Fall. Ich verschieße einfach, um das Spiel zu... Ach Quatsch, funktionieren? Muss ich nicht. Das ist nicht mein Bier. Ich habe ihn ja getroffen. Ich habe ja... Also, man kann zoomen. Okay, das wusste ich nicht. Ich wusste ehrlich gesagt... Ehrlich gesagt gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ich glaube, mit der Duckentaste. Freunde, du bist eigentlich tot. Ich habe dich schon erschossen mit meinem Revolver. So, hier nochmal speichern. Was haben wir hier Schönes? Da oben ist ein Fahrzeug, warum auch immer, wahrscheinlich von denen. Gehört da glaube ich aber nicht hin. Hier, da könnte ich rein. Warum muss man hier alles mit diesem beschissenen Dampf machen? Das ist so ein Scheiß. Was bist du? Eine Schlüsselkarte? Ich denke mal ja. Code Key. Okay. Jetzt vielleicht eher Keycode genannt, aber gut. Au. Oh. Nehme ich einfach so hin den Schaden. Erstmal speichern. Einmal das Kleine nehmen und einmal so. Habe ich gesagt, erstmal speichern, erstmal heilen und dann speichern, würde ich sagen. Was haben wir hier noch? Okay, das Ding sieht mich noch nicht anscheinend, was ich irgendwie gut finde. Obwohl, wenn es mich nicht sieht, dann guckt es vielleicht nicht in meine Richtung. Der Revolver lag auf irgendeiner Taste, ne? Ja. Ah, ich kann variabel zoomen. Gehe ich wieder raus? Ja. Okay, mit Ducken komme ich näher ran und mit Sprinten komme ich wieder raus. Es funktioniert einfach nicht. Ich hätte getroffen, ich hätte das Ding jetzt zerstört. Ach, so ein schlechtes Spiel einfach.
Wahrscheinlich, wenn ich mich hier so langhangle, dann töte mich das Ding gleich. Weil wie soll ich das vorher zerstören? Ich habe auf den Tank geschossen. Ja klar machst du Schaden. Du sprühst irgendwie unter mich, das macht Schaden. Okay, warum ist das Ding jetzt deaktiviert? Ach, ernsthaft? Er schmeißt mich einfach runter, vor allem, es die ganze Zeit klappt es und dann auf einmal nicht mehr. Okay, ich weiß, dass ich da nicht schießen soll, weil das lohnt sich einfach nicht. Problem ist, ich habe glaube ich den Revolver gezogen, nicht die Waffe gezogen. Okay, man kommt auch, man kommt nicht ohne Schaden durch, also ich hätte vielleicht noch einen halben Block nach vorne gehen können. Ich war schon drüben. Ich habe schon wieder zu früh losgelassen. Das Spiel ist einfach scheiße. Ich habe den Schatten schon unter mir gesehen. Dann lasse ich fallen, weil ich dachte, okay, wenn der Schatten da spawnt, dann bin ich ja mit der Animation so weit, dass ich mich fallen lassen kann. Rat mal, was nicht geht. Man kann sich fallen lassen, wenn der Schatten unter einem ist. Also ich würde mal behaupten, da kommst du nicht ohne Schaden durch. Das ist auch beschissen. Absolut schlechtes Spiel. Weil ich hätte erwartet, jo, das passt hier schon. Nein, ich muss so lange warten. Okay, anscheinend hat das Ding Angst. Okay, der ist tot, hoffe ich. Okay, das Feuer wollte ich euch nicht haben, aber danke. Okay, ich denke mal hier hinten. Vielleicht hoch. Ja, das sieht eigentlich gut aus, wenn ich ehrlich bin. Nein, okay. Schade, vielleicht ist das ja einfach nur ein bisschen Deko. Ich find's lustig, dass das Ding einfach hier so ein bisschen existiert vor sich hin. Würde ich sagen, reingehauen. Obwohl ich weiß nicht, was ich hier tun soll jetzt, ne? Mhm. Was haben wir denn hier noch? Okay, da ist ein Helikopter. Vielleicht muss ich irgendwas mit dem Helikopter tun. Das könnte vielleicht sein. Soll ich hier hoch? Ich sehe nichts. Geil. Okay, ich höre Schritte schon mal. Das ist schon mal nicht so cool. Oh Gott, wo kommst du denn her? Gern wieder meinen Leuchtstab, der jetzt mittlerweile leer ist. Danke für nichts. Ist hier wirklich nichts? Da ist eine Kiste, die irgendwie aussieht, als wäre die relevant. Okay, gut. Sie war auch relevant. Es gab ein großes Medipack. Dagegen sage ich ja nichts. Okay, den Keycode habe ich ja schon, ne? Brauche ich jetzt noch einen eigentlich? Also brauche ich jetzt mal was anderes oder bin ich eigentlich damit fertig? Weil dann stellt sich mir die Frage, was ich hier tun soll. Okay, man kann nicht auf dem Ding landen. Das ist schade. Ha. Kann ich hier trotzdem... Also es muss doch irgendwie einen Sinn haben, dass ich hier überhaupt hin kann. Weil sonst ist das hier komplett nutzlos. Das bringt mir auch nichts. Ich will doch nicht weggerammt werden von dem Ding. Also ich verstehe gerade nicht so, was das Endgame hiervon ist. Muss irgendwas hier mit dem Helikopter sein, oder nicht? Also es muss irgendeinen Sinn haben, dass ich hier hin kann. Weil ansonsten, wenn das jetzt nur um diesen Keycode geht, dann hätte ich den ganzen Weg hier nicht machen müssen. Egal, ich würde sagen, wie wir es rausfinden, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.